Es tut mir leid, euch diese Information zu überbringen, aber der Sommer ist vorbei. Wenn wir über die krassesten Produkte in der Drogerie dieses Jahr sprechen, wissen wir, dass der Sommer sich langsam dem Ende zuneigt und wir Richtung Herbst und Winter gehen, denn das ist die Zeit, in der die Drogeriemarken immer wirklich die krassesten Updates haben. In den letzten 5 Jahren habe ich festgestellt, dass die besten Updates die Herbst-Winter-Updates sind, weil man da einfach ein bisschen mehr Gas geben kann. Das Jahr ist fast vorbei. Es kann noch ein bisschen rausgehauen werden. Und ich habe hier wirklich echt coole neue Drogerieprodukte gefunden gestern, die ich heute mit euch gemeinsam testen wollte. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch wundervoll. Mir geht es heute sehr gut. Ich habe heute gute Laune. Ich freue mich sehr drüber. Ich weiß nicht, ob ich es euch hier erzählt hatte, aber Danny und ich haben seit 4 Jahren das erste Mal jetzt einen Urlaub geplant. Es sind nur ein paar Tage. Es ist in Deutschland, aber ich freue mich riesig drauf. Es ist auch noch ein bisschen hin, aber es gibt mir so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels. Ich habe euch immer erzählt, dass es sehr, sehr schwierig ist, für uns in den Urlaub zu fahren, weil wir natürlich so viel Content haben und verschiedene Projekte, die parallel laufen und sich nicht immer überschneiden. Wenn ich gerade mit einem Projekt fertig bin, dann hat Danny vielleicht schon wieder das nächste Projekt. Und deswegen ist es immer wirklich super, super schwierig, das zeitlich zu managen. Aber wir haben es geschafft und ich freue mich riesig drauf. Genug gequatscht. Ihr wisst, was die Drogerie vielleicht rausgehauen hat. Einige Produkte habt ihr vielleicht schon bei anderen gesehen. Ich habe aber ein paar Produkte gestern gefunden, die ich noch nicht so häufig gesehen habe, weil sie sehr spezifisch sind. Natürlich haben wir jetzt, glaube ich, alle breit den Softlamp Filter Fluid von Catrice gesehen. Phänomenales Produkt. Eins der besten Produkte 2023, meiner Meinung nach. Trage ich auch schon. Ich habe den gemischt. Diesmal wieder mit der Miracle Pure Foundation. Funktioniert sehr, 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 sehr gut zusammen. Auch nur ein ganz, ganz kleines bisschen. Ich habe kaum Deckkraft im Gesicht. Deswegen will ich da gar nicht mehr so viel drauf eingehen. Wir benutzen es gleich aber trotzdem noch so ein bisschen. Falls ihr das nicht kennt, ich habe euch das in den letzten Videos immer mal so ein bisschen wieder gezeigt. Sehr, 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 sehr gut. Definitiv eine Kaufempfehlung. Ich würde es nicht mit dem Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter vergleichen. Es muss ja auch nicht immer alles ein Dupe sein. Es ist davon inspiriert, aber das hat eine Deckkraft. Du kannst es als Foundation benutzen. Nichtsdestotrotz gab es aber in dem Update wirklich viele, viele Produkte, die ich gerne probieren möchte. Und wir starten auch mit dem ersten. Und das ist der Magic Shaper. Das ist ein Contour- und Glow-Stick. Erinnert mich so ein bisschen an den von Rival Loves Me, ein bisschen an den von NYX und vor allen Dingen auch so ein bisschen an KKW Beauty, der Beauty-Brand von Kim Kardashian. Wir haben zwei verschiedene Seiten. Einmal so eine cremige Kontur, recht kühl. Und auf der anderen Seite ein Highlighter-Stick. Der fühlt sich sehr fest an. Bin ich nicht der größte Fan von Highlighting-Sticks. Sieht aber gut aus. Den probieren wir jetzt einmal aus. Es gab ihn in drei verschiedenen Farben. Ich habe mich für die hellste, glaube ich, entschieden. Ja, 010 Light reicht für mich meistens. Ich hatte den Eindruck, als ich die Produkte gesehen habe in der Theke, dass sie so ein bisschen dunkler waren, ein bisschen wärmer waren, je dunkler es geworden ist. Macht natürlich aber auch Sinn. Ich setze mir jetzt einfach mal so ein bisschen was hier hin. Sieht sehr, sehr kühl aus. Ihr habt es vielleicht auch gesehen, ich setze es nicht unter meinen Wangenknochen, sondern auf meinen Wangenknochen, damit ich das Gesicht ein bisschen shapen kann. Blend das jetzt einfach mal aus. Vielleicht habt ihr ja schon das ein oder andere Produkt gefunden in der Drogerie, was jetzt neu dazugekommen ist. Dann schreibt mir gerne mal eure Favoriten in die Kommentare. Okay, das ging sehr, 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 sehr schnell. Mit dem Rest gehe ich hier runter und dann nochmal ein bisschen hier hoch, um das Gesicht ein bisschen zu formen, um meine Wange zu formen. Ich setze das dunkelste Produkt oder die dunkelste Stelle setze ich mir hier hin, dann blende ich erst hier aus und mit dem Rest gehe ich runter. Das ist die männliche Kontur, weil ich ja so eine Gesichtsform habe. Und dann will ich aber auch mein Bäckchen hier so ein bisschen betonen und gehe dann hier einmal so ein bisschen rum und habe eine ganz, ganz andere Gesichtsform, aber die entspricht meiner Gesichtsform. Lasst euch nicht von Contour-Hacks oder so ein bisschen beeinflussen, denn Contour muss für dein Gesicht funktionieren und nicht für das Gesicht von deiner Nachbarin. Deswegen probiert euch da mal so ein bisschen aus. Hat mir jetzt auf den ersten Eindruck Tatsache sehr gut gefallen. Ich konturiere meine Nase nicht mit so zwei Streifen. Das ist mir viel, viel zu doll und meistens auch zu offensichtlich. Ich muss jetzt auch meine Nase nicht unbedingt konturieren vom Gefühl her. Aber hier hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Ich mache das eigentlich ganz gerne, diese Contour-Sticks, weil du dann wirklich
genau die Breite hast. Du kannst es sogar schräg benutzen, dann hast du sogar noch ein bisschen weniger. Was ich mit sowas immer ganz gerne mache, ist mein Augenlid konturieren. Das machen wir gleich. Ja. Sehr pigmentiert, ließ sich super, super gut ausblenden und ist sehr cremig, aber es hält auch, ne? Also ich kann das zwar jetzt hier so ein bisschen verwischen, aber du siehst immer noch das Produkt, würde ich sagen, ist gut. Muss ich natürlich jetzt noch ein bisschen weiter testen. Ist ein First Impression Video, Freunde. Den Highlighting Part benutze ich vielleicht auf der Nase jetzt mal. Ich finde, da muss man immer so ein bisschen aufpassen, weil Highlighter Sticks meistens so ein bisschen fester sind. Wobei, es geht aber. Für so ein paar Stellen ist das ganz gut. Also ich würde jetzt nicht hier rüber gehen, weil die meistens ein bisschen fester sind als diese Contour-Sticks und man damit eventuell so ein bisschen die Foundation kaputt machen kann. Aber hier für so kleine Highlights, so auf der Nase, unter der Augenbraue, probieren wir es nachher aus. Dafür ist das gar nicht schlecht. Ich mag die Textur ganz gerne. Der ist halt so fest, dass du sehr präzise damit arbeiten kannst. Der Contour-Stick gefällt mir sehr, sehr gut. Ich werde aber trotzdem nochmal den Melted Sun rübergeben. Auch da hat Catrice sich meiner Meinung nach wirklich selbst übertroffen. Sehr, sehr pigmentiert, super, super cremig und ich finde ihn fast noch schöner. Ich bin ja im Moment so ein bisschen auf dem No-Foundation-Trip, dass ich einfach keine Foundation benutze. Und mit dem kann ich das sehr, sehr gut, weil der sich richtig schön auf eure eigene Haut legt und dann so ein bisschen er schmilzt und sieht aber nicht so speckig aus. Also eine ganz, ganz tolle Textur. Ich übertreibe es jetzt natürlich. Ich habe ja auch noch keinen Concealer aufgetragen. Mache ich meistens so, dass ich erst Foundation, dann den Contour Bronzer, meistens sogar noch ein bisschen Blush, will ich jetzt aber nicht machen, sondern erstmal ein bisschen raufgebe und dann mit dem Concealer arbeite, weil ich den ja dann ausblende und dann gehe ich hier wieder rüber. Ich finde, ich bin großer Fan davon, von Drogerie-Updates im Herbst, weil einfach die Farben sind so meine. Ich habe auch tolle Paletten gesehen von Catrice, die habe ich aber tatsächlich nicht mehr bekommen. Also da waren alle wirklich schneller als ich. Ja, es geht mir genauso wie euch. Wenn ich etwas haben möchte in der Drogerie, bin ich natürlich darauf angewiesen, dass es die Sachen gibt. Es wird mir ja nichts alles hinterhergeworfen. Das muss ich sagen, das hat sich wirklich, wirklich geändert, was ich sehr, sehr gut finde, dass die Brands nicht mehr random Produkte rausschicken. Ich erinnere mich, als es anfing, als mir PR geschickt wurde, da haben die Brands teilweise 50 Foundations geschickt. Ja, ist super, super cool, wenn du Make-up-Artist bist, aber selbst 50 ist zu viel. Es passiert heute kaum noch. Also, das muss ich sagen, hat sich wirklich zum Positiven geändert. Sehr, 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 sehr schön, schön warm. Den Melted Sun Bronzer, diesen Cream Bronzer, hätte ich mir tatsächlich sogar, glaube ich, für den Sommer gewünscht. Also fürs frühe Sommer-Update. Ich nehme jetzt mal ein bisschen Concealer. Das heißt ein bisschen, ihr kennt meinen Concealer. Ist immer noch der Natasha Denona Concealer. Ich habe ihn mittlerweile in vierfache Ausführung, weil es natürlich so schwierig war mit den Farben. Aber ich habe mir einmal ein bisschen Color Corrector mit reingemischt, habe ihn so ein bisschen rosafarbener gemacht und auf der anderen Seite ein bisschen dunkler, dass ich das anpassen kann. Ich finde, ich weiß es nicht, ich finde oft wird immer so, ja, naja, wenn die Farbe nicht stimmt, dann kann ich ihn nicht benutzen. Ich finde, man kann das manchmal zu seinem Vorteil nutzen, wenn man selbst die Farbe so ein bisschen beeinflussen kann. Du musst natürlich wissen, wie es funktioniert. Du brauchst Darkening Drops oder du brauchst hier so Color Correcting Produkte, aber dann kannst du dir wirklich die passendste Möglichkeit für deine Foundation machen. Okay, den lassen wir einmal ganz kurz antrocknen. Ich habe so einen Ohrwurm, Freunde. Muss ich euch erzählen. Meine For You Page ist gerade voll mit Rina, heißt sie, glaube ich. A single mom who works two jobs. Da, 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 da. Mein Kopf die ganze Zeit und dann es gibt so einen Comedian, der stellt sie nach und dann hat er sich so geschminkt wie sie und auch, also er sieht halt wirklich so aus wie sie dann und dann macht er auch immer so: A single mom who works two jobs. Da, 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 da. Toll. Versteht ihr nicht, wenn ihr es nicht gesehen habt, aber falls ihr es seht, denkt an mich. Concealer ist eingetrocknet so ein bisschen. Ich lasse ihn wirklich gerne ein paar Minuten drauf und blende jetzt auch erstmal hier nur die Kante aus, dass der unter den Augen richtig, richtig gut antrocknen kann. Dadurch erhöht sich einfach die Deckkraft nochmal so ein bisschen. Und ich finde, es sieht einfach ein bisschen schöner aus, weil wenn er so feucht ist, dann nimmt der Schwamm natürlich auch gleich so viel auf. Und so habe ich einfach ein bisschen mehr Kontrolle. Währenddessen, Blush, was nehmen wir denn da? Die Drogerie war leer. Also bei mir war nicht mehr viel los. Ich nehme jetzt einfach den Rest, den ich hier noch dran habe, so ein bisschen. Und blend mir das rein und gehe ja gleich nochmal mit dem Rest von dem Concealer runter und habe eine sehr, sehr. Wow. Es wird gleich noch besser, Freunde. Aber kleine Erinnerung: meine Kollektion,
Die ist, online ist sie jetzt nicht mehr da, aber die Filialen haben alle Nachschub bekommen. In manchen Filialen ist es vielleicht auch schon wieder weg, aber schaut euch gerne mal in euren Filialen, in eurer Umgebung um. Einige, ich weiß, dass einige es noch haben. Ich habe eine Auswertung bekommen. Einige Filialen haben Tatsache auch noch was. Okay, Concealer ist ausgeblendet. Ich fixiere das Ganze einmal fix mit dem Coty Airspun Powder. Ist fast leer, ey. Aber ich bin, muss ich sagen, ne? Ich bin im Moment ein bisschen zu geizig. Der Amazon-Preis ist im Moment sehr, 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 sehr hoch dafür. Deswegen muss ich warten. Jetzt habe ich was recht Dummes gemacht. Ich habe mein oberes Augenlid schon fixiert. Aber das ist nicht so schlimm. Ihr seht auch, ich arbeite nur hier in diesem C. Also um die Nase herum, unter den Augen, auf den Augen, Stirn und die Wangen lasse ich Tatsache frei, weil ich ein bisschen Bewegung haben möchte. Das hier noch benutzen. Da war ich erst ein bisschen skeptisch. Ich liebe diese Farbveränderungen, also diese verschiedenen farbigen Produkte. Ich habe es aber nicht ganz verstanden. Ich dachte, das ist einfach nur ein farbkorrigierendes Puder. Aber denkst du, Mäuschen, das ist ein Puder mit Schimmereffekt. Es hat einen sehr, 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 sehr feinen Schimmer. Aber wenn ihr auf dieses Glowy Make-up steht, ist das perfekt. Du kannst damit fixieren, ohne dass es matt ist. Das ist crazy. Und mit dem Rest gehe ich hier. Also damit fixiere ich total gerne jetzt die letzten Wochen meine Stirn und dann den Rest und kann dann dieses Coty Airspun Powder so ein bisschen wegnehmen. Hab zwar eine fixierte, mattierte Base, die aber nicht so leblos aussieht. Also du musst es wissen, ne? Das ist kein normales Puder, um etwas zu mattieren. Sondern klar, du mattierst, aber du highlightest auch so ein bisschen. Ich glaube, man sieht es ganz so gut auf der Stirn, ne? Diese Bewegung, die ist da, finde ich total. Also es hat meinen Namen geschrieben, dieses Produkt. Ich freue mich tatsächlich auf alle anderen Updates auch noch. Ich hinke so ein bisschen hinterher, bin ich ehrlich. Es ist das erste Mal, dass ich nicht hier gefühlt das erste Video hochgeladen habe mit den Updates 4 Wochen vorher. Aber ich komme hinterher, Freunde. Ich komme hinterher. Wir machen mal schnell eine Lippenkombination. Auch da habe ich was Neues gefunden. Bei dem einen war ich mir ehrlich gesagt nicht ganz so sicher, ob das neu war. Wir haben einmal einen Lip Liner in einer neuen Farbe von Catrice. Den Plumping Lip Liner mit Maxi Lip in der Farbe 069. Ist es Manhattan? Ich glaube, ne? Also wie Frankfurt am Main. Haha, ist schon ziemlich geil der Name. Die haben so einen leichten Plumping-Effekt, ne? Also musst du wissen. Aber das ist halt eine Farbe, ne? Die schreit halt Maxim. Braun. Ich liebe braune Lip Liner. Ich bin halt kein Freund von Plumping Lip Liner, ne? Also generell von Plumping-Produkten. Aber ich mag diesen Plumping-Effekt nicht. Ich mag dieses Gefühl auf den Lippen nicht. Ich würde es am liebsten immer sofort abmachen. Gerade beim Liner finde ich es ein bisschen schwierig. Aber ich weiß, dass viele es mögen. Wunder, wunderschöne Farbe. Du merkst es Tatsache und halt auch dann nur auf der Lippenkombination. Ich empfehle, auf der Lippenkontur. Ich empfehle euch, wenn ihr so Plumping Liner benutzt, benutzt auch ein Plumping Gloss, damit sich das Gefühl so ein bisschen verteilt. Sonst könnte es ein bisschen, also es fühlt sich manchmal ein bisschen komisch an. Hier war ich ein bisschen überrascht. Das habe ich nicht als neu gesehen. Es war aber als neu deklariert. Sind die L'Oréal Matte Résistance Liquid Lipsticks. Packaging ist natürlich ein Traum, ne? Also da hat L'Oréal sich nicht lumpen lassen. Alleine, das habe ich euch schon mal erzählt, die Farben der Verpackungen kosten sehr viel Geld. Also Natasha Denona hat es ganz schlau gemacht. Die hat wahrscheinlich 50.000 mal diese Farbe, 50.000 mal diese Farbe gekauft. So, da musste aber auch nur die Kappe ausgetauscht werden. Hier ist aber die komplette Hülse angepasst an den Lippenstiftton. Das ist die Farbe Resistance. Füßchen ist sehr groß, sehr präzise vorne, hat ein kleines Reservoir mit drin und ich weiß nicht, ob ihr es erkennt. Glaube, erkennt man nicht. Es hat so kleine Rillen, das Füßchen. Wir probieren es einfach mal aus. Sehr cremig auf den Lippen. Es riecht sehr, sehr gut. Lass es kurz ein bisschen antrocknen und dann blende ich die Kontur so ein bisschen rein. Also eine sehr, sehr gute Deckkraft für so eine helle Farbe. Kann ich mir gut vorstellen. Ich würde bei solch hellen Farben immer einen Lip Liner benutzen. Und solange es noch so ein bisschen feucht ist, blende ich da jetzt auch den Lip Liner. Da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, weil ich dachte, dass die Zeit der Liquid Lipsticks vorbei ist. Ich weiß aber auch, dass L'Oréal immer so ein bisschen verzögert ist, weil sie natürlich da anders, einfach anders die Produkte entwickeln und nicht so trendorientiert sind und probieren im nächsten Update oder im nächsten Launch, das machen die ja eh nicht, die modernsten Produkte rauszubringen, sondern sie nehmen sich Produkte, die halt gut funktionieren. Ich weiß, viele tragen sehr, sehr gerne Liquid Lipsticks und dann machen sie halt eine Formulierung, die für sie gut ist. Es setzt sich so ein bisschen hier ab. Weiß ich jetzt nicht, ob es an der Farbe liegt. Da würde ich jetzt, bin ich noch ein bisschen zwiegespalten bei den Liquid Lipsticks. Das sieht schon cool aus irgendwie, ne? So in der Kombination. Aber
Ich weiß noch nicht, ob ich die Formulierung mag. Ich wollte jetzt nochmal den Magic Shaper hier als Lidschatten benutzen. Nehme einfach ein bisschen was und nehme meinen eigenen Pinsel in Zusammenarbeit mit Letizia. Übrigens gibt es jetzt bei mir im Shop, wir machen Platz, wir nehmen sehr, sehr viele Produkte jetzt aus dem Sortiment von Magiamo. Die Lashes sind jetzt fast weg, kosten jetzt nur noch 5,99 €. Microfiber-Multitools sind stark reduziert. Es ist alles reduziert, weil ihr seht vielleicht schon die ein oder anderen Hinweise auf der Webseite. Es wird sich vieles verändern, es wird was Neues geben. Schaut da gerne mal vorbei. Auch das Pinselset ist reduziert und mit dem Code BESTFRIEND10 könnt ihr mal ein bisschen sparen. Okay, ich setze mir das einfach hier so ein bisschen in die Lidfalte, um mein Lid zu formen. Mache ich immer ganz gerne. Man braucht nicht viel. Es soll ja wirklich wie so eine Kontur sein. Ich hätte gerne so eine kleine Palette. So eine Eye-Kontur-Palette. Das wäre schon krass, ne? So zwei kühle, dunkle Töne und dann einen Schimmerton, um das Augenlid so ein bisschen zu formen. Ich finde, das macht so viel aus. Eine kleine Menge hier in die Lidfalte. Gerade wenn man. Ich habe ja nicht so ein richtiges Schlupflid, aber. So ein bisschen geht es ja hier rein. Und hier kann ich einfach so tun, als hätte ich ein bisschen mehr Schatten im Lid. Gefällt mir Tatsache sehr, sehr gut. Also die Lippenkombination farblich gefällt mir gut. Ich weiß jetzt noch nicht, ob es vielleicht an der Pflege von heute Morgen liegt oder ob es einfach die Formulierung der Farbe ist. Das kann ich euch noch nicht sagen. Gebe ich euch ein Update bei Insta. Wir haben aber noch was anderes. Eine Mascara. Die Max Factor 2000 Calorie Pro Stylist Mascara. Volume Lift and Hold. Also Max Factor haut wirklich echt Mascaren raus. Gab es in vielen, vielen Farben und Formen. Direkt zum Launch. Einmal in Schwarz, einmal in Black Brown, so wie ich sie jetzt habe. Dann gab es sie noch in Wasserfest und in. Was weiß ich. Also es gab, glaube ich, drei oder vier verschiedene Formulierungen derselben Mascara. Ich verstehe den Namen noch nicht so ganz. 2000 Kalorien Mascara. Vielleicht, weil sie so lecker ist. Wir probieren sie aus. Was mir direkt aufgefallen ist, das Füßchen ist ganz spannend. Es ist auch so ein bisschen nach innen und außen gebogen und hat mich sehr, 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 sehr stark an die neue. Ja, nicht ganz. Also die von Benefit, die Fanfest Fanning Mascara, ist ein bisschen dicker. Die hat eher so ein Gummibürstchen. Aber so von der Form her. Ich gucke mal. Oder vielleicht auch Glam & Doll. Wir schauen. Okay, ich probiere es einfach mal. Bei der Fanfest Mascara ist es mir aufgefallen, ich gehe gern mit der nach innen gewölbten Seite durch. Weil das ist eine Maxi-Mascara, ne? Also ich habe jetzt ein bisschen geschmiert, das mache ich gleich weg. Aber das ist eine Maxi-Mascara. Maxi-Mascara heißt, sie macht es nicht klumpig, sondern sehr getrennt. Ich mag diese Spinnbeine nicht. Und ich finde, diese Telescopic Lift Mascara, die würde ich so gerne mal ausprobieren. Die ist aber immer ausverkauft, diese neue in dieser goldenen Verpackung. Ich finde sie nicht, weil ich glaube, das ist die Mascara für mich des Jahres. Die macht aber auch schon sehr, sehr schöne Lashes. Sehr fein. Die Farbe mag ich ganz gerne. Ich hätte sie mir in richtig, richtig braun gewünscht. Ich verstehe es. Bin ich da alleine? Ich habe schon überlegt, ob ich eine Petition aufmache für braune Mascara. Richtig braune Mascara. Es gibt einige, aber die sind halt alle Kacke. Liebe Brands, bitte bringt eine braune Mascara raus. Ein richtiges Braun. Nicht so ein Black Brown, Dark Chocolate Brown, sondern Braun. Ein Braun. Hier, so ein Braun. So ein warmes Braun. So ein Rotbraun. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe mir sogar von Charlotte Tilbury die Dream Pop Mascara gekauft in Rot, damit ich die mit reinmischen kann, um einen braunen Effekt zu haben. Das Ding kostet 40 Euro. Okay, ich lasse. Also die Mascara gefällt mir gut, macht schöne Wimpern, nicht zu dünn, aber auch nicht zu klumpig. Muss ich mir natürlich weiter anschauen. Ne? Das ist jetzt ein First Impression. Da kann ich nicht so viel Updates zu geben. Okay, Freunde, das war eine schöne Make-up-Runde. Ich würde sagen, das hat richtig Spaß gemacht. Wundervolle Produkte. Schreibt mir gerne eure Favoriten in die Kommentare. Mir hat sehr viel Freude gemacht. Ich hoffe euch auch. Große Empfehlung: Softglam Powder, Softglam Fluid sowieso. Mascara gefällt mir gut. Bei dem Liquid Lipstick bin ich jetzt noch so ein bisschen zwiegespalten. Muss ich einfach weiter testen. Aber schreibt mir gerne mal eure Meinung zu den Produkten in die Kommentare. Vielleicht habt ihr ja schon was getestet. Ich wünsche euch den wunderschönsten Start in die neue Woche. Fühlt euch gedrückt, fühlt euch geküsst. Und falls ihr es verpasst habt, gestern ist ein Adventskalender-Unboxing online gegangen. Bis zum nächsten Mal.